Juni und es ist mega warm. Trotzdem, Gartenarbeiten stehen an. Damit sage ich euch herzlich willkommen hier bei mir im Garten zu meinen Gartenarbeiten im Monat Juni. Ich zeige euch mal, was es hier bei mir so alles zu tun gibt. Es gibt einiges zu ernten, da freue ich mich schon drauf. Die Erdbeeren sehen wirklich super aus. Und da mache ich mich jetzt als erstes dran und dann zeige ich euch gleich, was ich da zusammenbekommen habe. Hier sind die Mara Dubois aus dem vergangenen Herbst. Die haben sich doch wirklich prima gemacht. Ich weiß, unter die Erdbeeren sollte man eigentlich was drunter legen, damit die Früchte nicht auf dem feuchten Boden anfangen zu schimmeln. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber dazu muss ich ehrlich sagen, in einem Jahr hatte ich das gemacht und alles mit Stroh unterlegt. Dafür hatte ich dann die reinste Schneckenplage und die habe ich dann nie gefunden, weil die immer schön da unten drunter waren. Ich werde jetzt abernten und dann werde ich mir da irgendwas einfallen lassen. Schüsselchen habe ich mir schon parat gestellt. Dann geht es jetzt mal los. Herrlich, die Erdbeeren. Das ist so schön, wenn man eigene Erdbeeren im Garten hat. Wunderbar. Kann ich auch jedem empfehlen für den Balkon. Und dann sucht euch am besten eine immer tragende Sorte aus, wie zum Beispiel die Mara Dubois. Dann habt ihr das ganze Jahr über oder die ganze Saison über natürlich immer mal wieder Erdbeeren zu ernten. Herrlich. Jetzt gebe ich euch mal eben einen Überblick über meine Erdbeeren und wo ich die überall verteilt habe. Hier die Erdbeerchen sind in meinem Mini-Hochbeet. Hier neben auch nochmal. Da, die brauchen aber noch ein bisschen. Dann habe ich hier das nächste Mini-Hochbeet, hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Weiterhin Erdbeeren in meinen Hängekästen am Hochbeet. Noch mehr Erdbeeren hier auf meinem Pflanzturm. Dann habe ich hier noch Kästen, wo auch noch Erdbeeren hängen. Mein erster Durchgang Erdbeerernte. Da freue ich mich doch. Ich finde, die sehen super aus. Damit mache ich uns gleich was Leckeres. Einige habe ich jetzt auch noch hängen lassen und manche sind noch nicht reif. Aber es ist ja auch immer wieder schön, wenn man durch den Garten geht und man kann mal hier und da noch eine finden zum Naschen. Das war die Erdbeerernte. Weiter geht's mit Ernten und zwar hier bei meinen Erbsen. Ich denke nämlich, das wird langsam höchste Zeit, weil die Erbsenpflanzen haben jetzt ganz schön gelitten. Ich habe zwar gegossen, aber die sehen mir gar nicht gut aus. Und jetzt zeige ich euch mal die Schotengröße. Hier kann man jetzt erkennen, dass die kleinen Erbsen sich schon in der Hülse gebildet haben. Und da denke ich, das reicht. Und die nehme ich jetzt alle ab. So, fertig. Schaut mal, für die paar Pflänzchen, die ich jetzt hier in meinem Beet hatte, kann ich doch wirklich ganz zufrieden sein. Die werden jetzt natürlich gepalt oder gepult. Das ist dann noch ein bisschen Arbeit, aber so die Riesenmenge habe ich ja nicht. Und jetzt freue ich mich dann wirklich auf meine ersten eigenen Erbsen. Die nehme ich aber jetzt hier raus aus dem Hochbeet, dann habe ich da auch wieder Platz für was Neues. Tut einem ja immer wieder leid, aber ich denke, die haben jetzt schon solche Trockenschäden. Die Zeit ist wirklich vorbei. Und jetzt musste ich ernten, auch wenn manche noch ein bisschen kleiner sind, die Schoten. Aber ich denke, sonst habe ich nachher Trockenerbsen. Und das wollte ich ja auch nicht. So, ihr Lieben. Aus damit. Das war's mit den Erbsen. Ich bringe die mal eben schnell weg. Hier das Laub von den Erbsen. Das lasse ich jetzt ruhig hier noch liegen. Das stört gar nicht. Denn hier oben muss ich noch mal mein Hochbeet nachfüllen. Ich hatte euch ja schon in einem meiner anderen Videos erzählt, dass ich das leider im Herbst versäumt habe. Und dann hatte ich schon gesät und dann war es halt zu spät. Jetzt habe ich bisher immer stellenweise nachgefüllt oder aufgefüllt, wo ich eben Platz hatte und wo abgeerntet war. Und das kann ich dann hier jetzt auch wieder machen. Und dann liegt das Laub da ganz gut. Dann kann das mit verrotten.
Hier dem Knoblauch gebe ich auch noch ein paar Tage, obwohl da ja wirklich nicht mehr viel mit los ist. Ein weiteres großes Thema im Juni sind die Tomaten. Das heißt, die müssen wir jetzt richtig gut im Auge halten. Meine Tomaten, die ziehe ich hier an Schnüren hoch vor der Hauswand. Und jetzt muss man natürlich immer aufpassen, dass man die rechtzeitig wieder wickelt. So, hier seht ihr, da ist jetzt hier Platz. Moment, wie rum bin ich? Und jetzt einfach hier rum. Dann steht die Tomate gut und kann auch nicht abbrechen, wenn es mal windig wird. Hier kommen jetzt auch so langsam die ersten Blüten. Ja, es geht los, Gott sei Dank. Hier die Tomaten, die hatte ich gerade erst ausgegeizt, aber ich denke, da vorne werden wir bestimmt was finden und dann zeige ich euch das mal. Das hier ist übrigens die Rosa Oma. Die blüht jetzt auch wunderbar da oben. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt richtig sehen. Die steht noch da oben auf dem Dach, da muss die aber bald runter, weil die wird ja viel zu groß dafür. Hier ist jetzt ein wunderbares Beispiel für einen Geiztrieb. Der ist auch schon ziemlich groß und zwar sitzt der hier in den Achseln. Den braucht ihr dann einfach nur rausbrechen. Und das war's. Wenn die jetzt richtig kräftig schon sind, die Geiztriebe, könnt ihr die auch in Wasser stellen, bewurzeln lassen. Dann habt ihr eine neue Tomatenpflanze. Tolle Sache. Ganz wichtig ist jetzt, gerade wenn es so warm ist, natürlich das Gießen, das Wässern der Pflanzen. Am besten immer in den Morgenstunden, dann sind die über den Tag gut versorgt. Als Tipp, man sollte auch die Beete mulchen. Ich höre das überall, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache das selten. Dafür muss ich dann natürlich auch ein bisschen mehr gießen, aber ich habe auch keinen Rasen, den ich hier schneiden kann. Und deshalb in der Regel bleibt es so. Und wenn es dann schön dicht bepflanzt ist, dann wird die Oberfläche auch nicht so schnell ausgetrocknet. Dann geht das. Besonders aufpassen muss man natürlich auf die Pflanzen, die man in Kübeln oder Töpfen anbaut, auch in den Balkonkästen. Es sei denn, die haben so ein Bewässerungssystem, dann ist das natürlich praktisch. Aber die brauchen noch mehr Wasser, denn die trocknen noch schneller aus. Solltet ihr Kartoffeln anbauen, nicht vergessen nachzuhäufeln oder anzuhäufeln, damit die richtig schön Knollen bilden. Ich habe in diesem Jahr 2 Kartoffelpflanzen, die habe ich mir aus Erftstadt mitgebracht von der Nadja Neues vom Landei und da bin ich mal gespannt, wie die werden. Ich baue die an dem Kübel, aber auch da muss ich natürlich schön immer wieder nachfüllen. Das ist dann das gleiche wie anhäufeln. Bald ist es dann auch soweit mit der Kirschernte. Das dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Und dann natürlich gehört immer dazu, die Beikräuter entfernen, wie ich vorhin schon sagte, gießen. Dann werde ich vielleicht so in 14 Tagen nochmal flüssig nachdüngen, die Tomaten und die Paprika. Ja, das sind so die üblichen Arbeiten, die man so hat. Nicht nur im Juni, eigentlich den ganzen Sommer über. Immer Beikräuter rausgießen, die Erde sauber halten, nachdüngen. Ernten ist dann immer wieder das Schönste. Immer wieder mal was nachsehen, dann kommt mal wieder was Neues dazu. Ja, vielleicht hat man noch was in der Voranzucht oder man hat schon die zweite Charge vorgezogen oder ausgesät, die man dann wieder nachpflanzen kann für die versetzte Ernte. So, das war's jetzt hier von mir. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß auch in euren Gärten und arbeitet nicht nur, genießt auch mal euren Garten. Setzt euch einfach mal rein und schaut euch um und lauscht, wenn die Vögel zwitschern. So, das war's. Bis dahin, freue mich natürlich über ein Abo oder über ein Däumchen von euch. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.